So, leider ist die tolle Kletterei draußen nicht mit drauf. Schade, schade. Es war wirklich ganz toll. Oh. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Jemand näherte sich. Ich musste mich verstecken. Der Süßwarenstand war meine einzige Chance. Mir wird Paris fehlen, meine Liebe. Es war wirklich reizend, nicht wahr? Ich werde es nie vergessen. Aber die Stadt wird instabil. Und wir brauchen diese Basis nicht mehr. Wann brechen wir auf? Meine Pläne funktionieren bestens. Natürlich. Wir haben anscheinend Besuch. Findet hier das Vorsprechen statt? Sie schon wieder. Ah, das ist also das Mädchen. Petra, meine Liebe, mach uns bitte bekannt. Nico Collin, Signor Susaro. Wir sind uns nie begegnet. Und doch sind unsere Leben ineinander verstrickt. Unglücklicherweise. Für Sie auf jeden Fall. Flap! Flap? Also gingen Bruno und ich nach Paris. Ich war nicht mehr hier gewesen seit... naja, seit dem letzten Mal. Ich war hinter Susaro her und der Drachenkraft. Wir warteten, bis es dunkel wurde. Dann führte mich Bruno durch dunkle Gassen an den Ort, den er in Verdacht hatte. Ich wartete, während er die Anzeigen von seinem geheimnisvollen Gerät überprüfte. Meine Berechnungen bestätigen, dass dies der Ort ist. Hinter dieser Mauer? Sind Sie sicher? Mein Gerät zeigt es an und ich habe keinen Grund daran zu zweifeln. Gut, dann gehen wir hinein und sehen uns um. Nein, da gehe ich nicht hinein. Ich habe versprochen, Sie hierher zu bringen und das habe ich getan. Ich gehe nicht da hinein. Bruno, Sie leiden an Verfolgungswahn. Nein, Verfolgungswahn ist es nur, wenn man nicht tatsächlich verfolgt wird. Okay, bleiben Sie hier. Okay. Entweder klemmte die Tür oder sie war verschlossen. Verschlossen. Vielleicht gab es eine andere Möglichkeit. Bücher, anscheinend Romane und Kurzgeschichten. Kinderbücher und Comics. Schade, dass geschlossen war. Mir fehlten noch einige Bände in meiner Tim und Struppi-Sammlung. Und hier hätte ich sie finden können. Echt super. Diese Tür wollte sich nicht öffnen lassen. So, ich glaube nicht. Bruno hatte viel riskiert, um mich herzuführen. Jetzt war keine Zeit für Sightseeing. Nein, so doch nicht. Nein, so doch nicht. Okay, was ist das hier? Ein Torbogen. Es war ein großer Recycling-Container. Ich fragte mich, was die Franzosen wohl alles wiederverwerten. Ja, mehr als die Amerikaner bestimmt. Hier ist eine Kiste. Was gibt's hier noch? Nichts, okay. Und einmal rüber da. Ist
da? Den Sims? Ich dachte, der geht da auf den Ding. Ich wusste auch nicht, was das soll, aber... Wie so eine Luke. Versuchen wir mal da vorzuschieben. Hier zum Gitter hin. Wow. Ja, das wusste er, dass hier hinter ein kaputtes Fenster ist, ne? Auf einmal hatte ich große Angst vor dem, was mich erwartete. Das Fenster ging leicht auf. Hinein! Ich befand mich in einem Antiquariat. Hier kann er deine vielen Bücher finden. Licht an. Nichts geschah. Raus. Die Schubladen ließen sich nicht öffnen. Nur ein Aktenschrank. Die Schilder auf den Schubladen waren alt und unleserlich. Danke für diese tolle Information. Nein, so doch nicht. Nein, so doch nicht. Wie denn dann? Sie ernsthaft ein Buch finden oder was? Der Aktenschrank war abgeschlossen und ich hatte keinen Schlüssel. Das war ein merkwürdiges Regal. Geheimtüren und Tunnel, Bau und Wartung. Über diesem Regal war eine kleine Tafel. Diese Bücher wurden freundlicherweise vom Direktor des Alcatraz-Gefängnisses gestiftet. Ist ein Geheimgang oder was? Kiste. Wie viel brauche ich denn hier? Drei Kisten oder was? Was ist das? Ich kann es gar nicht erkennen hier. Was ist das für eine Scheiße? Muss ich da ins Gebälk? Weiß nicht, wo das hin muss.
Lichtschalter, okay. Schau mal hier sehen. Ja. Nochmal, ja. So, und dann kann er noch. Gott. Oh, wer hat sich diese Kistenrätsel ausgedacht? Du musst da leider weg. Okay, schieben wir lieber nicht ganz rum. Der da nicht mit der Hand hingepasst hätte. Es war nur ein Lagerraum. Toll. Das ist jetzt was, jetzt kann ich hier doch mal. Es war nur ein Lagerraum. Was hat er denn hier bis jetzt gesehen? Ein Lagerraum, in dem aber das Licht funktioniert. Ne? Kann ich hier im Fenster was machen? Die Frage, ob ich das alles mal hier rüber bewegen soll. Warum gibt es diese Ansicht? Das da unten eigentlich? Tiefe Kratzer hatten den Boden verunstaltet. Ist ja nicht einfach runterschmeißt, diese Scheißkiste. Ich konnte eine Falltür erkennen, aber um sie zu erreichen, musste ich den Karton verschieben. Welchen Karton? Ich konnte eine Falltür erkennen, aber um sie zu erreichen, musste ich den Karton verschieben. Die verarschen. Schieben wir halt nochmal rum. In welche Richtung muss ich jetzt drücken, ey? Ich will einfach nach hinten laufen, wenn ich nach hinten drücke. Das ist so lächerlich. So, warum? Was ist das? Ja. Eine Falltür war in den Boden eingelassen. Da, okay. Eine Leiter führte hinunter zu einem beleuchteten Gang. Es sah aus, als hätte Bruno recht gehabt. Geile Kamera. Es war ein uralter Heizkessel. Er sah aus, als käme er geradewegs aus einem Horrorfilm. Halb erwartete ich, aus dem Inneren Schreie zu hören.
Diese Tür wollte sich nicht öffnen lassen. Rave irgendwo. Dom. Hey, da wird ja was gespielt. Es war sicher noch eine Probe. Als ehemaliger Regisseur des Idaho Amateurtheaters kannte ich mich in der Schauspielerei aus. Wo ist sie? Wir müssen den Standort wissen. Keine Ahnung. Das sagte ich bereits. Ah. Überlass das ruhig mir. Ich kriege sie bestimmt weich. Wie du willst, Petra. Ich habe keine Angst vor euch, ihr Gangster. Bravo. Senor Cicero, verzeihen Sie die Störung. Ja, was gibt es denn? Wir haben unten ein klitzekleines Problem. Etwas präziser, Flap, was für ein Problem? Ein Eindringling-Problem. Ein toter Mann-Problem. Und es war gerade so gemütlich. Cesaro, das war gar keine Probe. Und das Oscar-verdächtige Mädchen war meine alte Freundin Nico. Das ist sehr lästig. Sie bleiben hier, Miss Collar. Machen Sie keine Dummheiten. Schön wär's. Was stellen Sie sich denn vor? Soll ich die Zuschauer um Hilfe bitten? Flap, beobachte sie mit Argusaugen. Mit Argusaugen, Senor Cesaro. Ich heiße Cesaro. Senor Cesaro. Gib dir mehr Mühe, Flap. Sonst muss ich dich auch töten. Ja, gut, dass er sie an der Stimme erkannt hat. Was ist los? Wer ist da? Mir wurde klar, dass der Gorilla mich sehen würde, wenn ich länger hier blieb. Ja, war ich in den Seiteneingang. Sneaky Beaky. Solange der Gorilla da war, konnte ich es nicht riskieren, die Bühne zu betreten. Er hätte mich schon beim ersten Schritt gehört. Du hast die schon betreten, bist die Poltertreppe hochgerannt. Ach, naja. Die Stege waren gefährlich. Sie waren teilweise eingestürzt. Es war ein langer Weg nach unten. Nehmen. Der Beleuchtungszug ließ sich ein Stück senken, dann klemmte er. Nicht nach vorne drücken, okay. Nicht nach links. Ich hoffte so, seine Aufmerksamkeit zu erregen. Kopf hoch, Freundchen. Sieh mal an, Nico Collar an einen Stuhl gefesselt. Wieder einmal muss sie gerettet werden. George, steh nicht da wie ein Ölgötze, binde mich los. Das wird allmählich zur Gewohnheit. Vielleicht brauchst du eine Therapie. Schon gut. Beeil dich. Das sind feste Knoten. Ich hab's. Im Ernst, geht's dir gut? Ja, bestens. Und ich freue mich, dich zu sehen. Du kommst gerade rechtzeitig. Wie immer. Wie ist es in Idaho? Wie soll es sein? Ein tolles Urlaubsdomizil. Du solltest mal zu Besuch hinfahren. Kennst du jemanden, bei dem ich wohnen kann?
Ich könnte ein gutes Wort für dich einlegen. Ein wahrer Gönner. Seit wann interessierst du dich für Theater? Ich bin einem Mann auf der Spur, der einen meiner Klienten getötet hat. Er heißt Cesaro. Das ist der Wahnsinnige, der mich gefangen hat. Ich weiß, ich habe alles vom Parkett aus gesehen. Du warst gar nicht so schlecht. Danke. Auf die nächste Szene habe ich mich allerdings nicht so gefreut. Ja, Todesszenen mochte ich auch nie besonders. Erzähl mir von Cesaro. Er hat was mit den Neotemplern zu tun. So eine Überraschung. Das erklärt den Idioten da drüben. Warum bist du hier? Die Blondine hat jemanden umgebracht, den ich interviewen sollte. Ich habe sie verfolgt und so kam ich hierher. Wir arbeiten am selben Fall. Unglaublich. Nur wenn du an Zufälle glaubst. Glaubst du an sie? Nein. Ich auch nicht. Komm schon, George. Wir können nicht den ganzen Tag hier rumsitzen. Oh, Nico? Ausgetauscht. Ja, George? Könntest du mir vielleicht helfen? Kommt drauf an, womit? Also, bist du noch immer Journalistin? Meinem Redakteur nach nein. Was ist passiert? Hat er dich gefeuert? Nein, ich habe vorher gekündigt. Warum hat die Blondine den Typen umgebracht, den du interviewen wolltest? Er wollte sich mit mir treffen. Angeblich wusste er etwas über die seltsamen meteorologischen Ereignisse in letzter Zeit. Er sagte, der Weltuntergang käme. Okay, ja, ich kann mir helfen. Das war ein toller Treffer. Der Putzkolonne würde es weniger gefallen. Flap reiste mit leichtem Gepäck. Er hatte nur seine Knarre dabei. Ich dagegen vertraue lieber auf meinen IQ. Meine Nico. Boah, Hilfe. So, ich weiß ja nicht, wo muss ich denn? Kann ich nicht hier irgendwo jetzt... Die gesamte Soundanlage war zerstört worden. Das Pult war völlig kaputt. Dieses Pult war auch kaputt, absichtlich zerstört. Die Tür war abgeschlossen und ich hatte keinen Schlüssel dazu. Ich konnte sie nicht öffnen, denn sie war abgeschlossen. Also scheiß Notausgangstür, das ist da abgeschlossen. Scheiße. Wow, cooler Raum. Keine Chance. Sie war abgeschlossen. Vielleicht war noch Geld darin. Selbst wenn dem so war, würde ich nicht herankommen, denn die Kasse klemmte. So, ja, hier ist irgendwie nichts. Staub und Käfer. Mein Lieblingspausensnack im Theater. Ja, was war das? Halt. Ich wollte nichts davon mitnehmen. Okay. Ja, hier geht's nicht lang. Dann wieder zurück.
mal wieder die Sicht geändert. Super. Ich liebe es. So, guck mal, jetzt hier ging es auch nicht lang. Was ist denn da? Sieht man ja toll, diese Treppe. Oh, man kommt sogar richtig. Kommt man da überhaupt lang? Ja. Oh, wunderbar. Ich griff in den Kasten und nahm einen Stift. Was ist das? Bestheimers Nummer 7, weiß. Hätte ich mir denken können. Das alte. Die Schminke erinnerte mich an einen Besuch bei einem Kostümschneider. Das war lange her. Können wir das benutzen? Nee. Okay. Können wir das benutzen? Nee. Okay, weg. Ich fand einen Kasten voll Theaterschminke. Der Anblick erinnerte mich an einen Tag in Paris, ein friedliches Café und einen Clown. Mann, wie ich Clowns hasse. Was muss ich hier machen? Okay, einfach rausgehen. Was zur Hölle? Bleib mir vom Leib! Bleib bloß weg! Was ist denn mit dem los? Komm nicht rein! Bleib draußen! Jemand hat ihm eine Mordsangst eingejagt. Jemand oder etwas? Und weißt du was? Er ist da drin in Sicherheit und das Etwas ist hier draußen. Das ist natürlich blöd. Ob ich nachsehen sollte? Na, vielleicht doch nicht. Das Etwas ist hier draußen, da bin ich mal gespannt. Kann direkt mal speichern. Nein, so doch nicht. Wenn eine Tür, die auf ist. Offenbar stützte sie die Decke ab. Sicher gab es einen bestimmten Grund dafür. Offenbar stützte ja, sie die Decke ab. Weg. Sicher gab es einen bestimmten Grund dafür. Die Stützstrebe war zwischen Boden und Decke eingeklemmt. Sie stützte den Boden des Zimmers darüber. Oh, Wunder. Es war der Sicherungskasten des Theaters. Er sah sehr alt und sehr gefährlich aus. Offenbar waren einige Sicherungen durchgebrannt. Nur eine war noch übrig. Eine sehr alte, vom Holzwurm zerfressene Leiter. Es wäre Selbstmord gewesen, das Ding zu benutzen. Damit will er auf jeden Fall nichts machen. Verschlossen. Vielleicht gab es eine andere Möglichkeit. Kein Laut drang durch die Tür. Kein Ungeheuer. Okay. Das dürfte wohl die zweite Tür sein. Mein Gott, George, sieh mal hier. Muss ich wirklich? Seine Brust ist einfach weggebrannt worden. Ich habe schon einige Leichen gesehen, aber die hier schlägt sie alle. Ach, er hat wohl zum Mittag Hühnchen gegessen. Was könnte das verursacht haben? Schon mal in einem englischen Restaurant gegessen? Im Ernst?
Keine Ahnung. Ich bin Anwalt, kein Pathologe. Sehr lecker.